Yasin Batubambu Kids in Kuta Lombok, Indonesien. Seit bereits 2 Jahren machen wir Aktivitäten mit den Kindern aus unserem Dorf. Bieten an, was wir können, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir brauchen dringend ein Zuhause. Ein Ort für die Kids Foundation, um unsere Projekte umsetzen zu können. Ein Raum für Möglichkeiten, einen Raum für Entfaltung. Wir möchten ein Lernhaus bauen. Ein Ort zum Kindsein und zum Lernen. Ein Ort mit Büchern, mit Stiften, Papier und Farben. Es wird ein Ort sein für Englisch- und Musikunterricht, traditionelles Handwerk und besonders Umweltprojekte. Gebaut wird aus nachhaltigen Materialien, denn Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben. Aber wie sollen die Kinder diesen Gedanken annehmen, wenn ihre Eltern dies nicht tun? Deshalb bauen wir zusätzlich das erste Plastic Recycling Center in Kuta Lombok. Die Eltern bringen Plastikmüll zu uns und bekommen Reis oder Geld als Gegenleistung. Gemeinsam recyceln und verkaufen wir unsere Produkte, um das Projekt zu finanzieren. Non-Profit und ein Win-Win für alle Beteiligten. Helft uns, das Lernhaus und unser Recycling Center zu bauen. Bereits im Juni 2019 soll der Bau beginnen.